So, da bin ich wieder. Genau, wir sind hier und ich schätze mal, wir werden jetzt einfach hier rüberlaufen, uns rechts und links ein bisschen umschauen und dann den Skyaniden-Zellhaufen hier einsammeln. Das heißt, wir gucken jetzt gerade in die falsche Richtung, müssen uns also einmal um 180 Grad drehen und hier weiterlaufen. Bisher sehe ich hier nichts, was uns in irgendeiner Weise bösartig gefährlich werden kann. Vorausgesetzt, wir achten denn darauf, dass wir nicht einfach direkt in die Schläge reinlaufen. Ah ja, hier sind noch Minen, alles klar, aber die brauchen wir jetzt nicht unbedingt einsammeln. Dann einmal hier rüber gesetzt. Und dann... Ja. Das hat auch gut gepasst. Okay. Das Öhrchen krabbelt. Wie so häufig bei den meisten Rollenspielen sind an abgelegenen Orten immer auch geile Waffen oder andere Sachen, die man finden kann. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie auf die Dächer raufkommen, später. Vielleicht jetzt nicht unbedingt heute. Ich weiß noch nicht, ob unser Jetpack dafür stark genug ist. Aber ich denke, dass wir uns hier in jedem Fall auch hier... Oh, was ist das denn? Okay, ja gut. Wir gehen einfach mal rein. Wir gucken einfach mal, wie wir hier reinkommen. Und dann gehen wir da mal rein. Kommen wir hier rein? Ja, kommen wir. Ja. So. Direkt in die Keile reingelaufen. Holla, Pasma, schönen Abend und schön, dass du mit bei bist. Wann ich immer streame? Jeden Samstag 19 Uhr. Das ist quasi der feste Termin bei mir. Die anderen Jungs und Mädels, morgen gibt es nochmal einen Pen and Paper Stream, meistens jedenfalls, muss ich gucken. Siehst du aber auch immer, wenn du in den Zeitplan reinguckst. Wenn du auf der BSK Startseite bist, findest du ja Startseite-Info und dann eben halt auch den Zeitplan. So, dann schauen wir doch mal, was hier so Schönes drin rumliegt. Eine Armbrust. Okay, ist jetzt nicht so prall, aber ich glaube, ich sehe da was ganz, ganz Nettes. Oh ja. Stahlnetz. Na, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ein 100% Schild. Das ist eine schöne Nummer. Kurz zu den Schilden. Ihr seht ja, es gibt verschiedene Arten von Schilder. Beschädigte Schilde, der Alpschild
Und das Stahlnetz haben wir jetzt gerade eingesammelt. Können wir leider noch nicht tragen, weil uns die Konstitution dazu fehlt. Also sprich die Körperkraft. Aber 80%, 40%, 100% bedeutet, wenn ich blocke, dann fängt das Stahlnetz 100% des Schadens, der entsteht, ab. Richtig nette Nummer. Ja, ich glaube, wir müssen ein paar Level machen, damit wir das tragen können. Und oder mal gucken, ob wir das vielleicht auch so hinbekommen. Konstitution ist jetzt bei 22 und wir brauchen 37. Vielleicht haben wir Glück. Nee, genau ein Punkt. Ich krieg die Motten. Na gut. Wir werden jetzt erstmal dann die Konstitution nicht leveln. Hier haben wir noch eine To-Do-Liste. Austausch des Schnüffelstücks einer Heizung. Ja, und das Schnüffelstück muss ausgetauscht werden. Lampe im Bad und Flur wechseln. Herr Samson, Herr Plattendefekt, Austausch gegen ein neues Gerät, blablabla. Okay, das war also quasi der Hausmeister, der hier gewohnt hat. Um was geht es bei dem Spiel? Es geht darum, dass wir von fremden Wesen auf der Welt bedrängt werden. Die sind einfach eingefallen. Dunkles Elex haben die mitgebracht. Ist halt der zweite Teil. Es gibt ein normales Elex und ein dunkles Elex. Und diese Skyaniden, das sind die Feinde, sind in die Welt eingefallen und wollen scheinbar die Welt quasi sich untertan machen. Und Jax, der Hauptprotagonist, den wir jetzt hier gerade spielen, der versucht genau das zu vermeiden, muss dafür eben halt erstmal erforschen, was das überhaupt für Biester sind und dann im Anschluss irgendwann nach Möglichkeit halt die Jungs und Mädels wieder nach Hause schicken oder auch nicht. Das werden wir dann sehen, je nachdem, was wir da für Möglichkeiten bekommen. Genau, ansonsten gerne jederzeit Fragen. Ich glaube, Pascal? Achso, okay, ich vermute mal, Pascal ist der Name und Pasma ist der Login-Name. Jederzeit Fragen stellen. Der Joey hat es auch schon getan. Ich bin für alle Schandtaten bereit und beantworte gerne jede Frage. So, das ist wieder typisch für mich. Bin schon wieder komplett vom Weg abgekommen. Das ist eben halt leider normal bei mir. Ich gucke mir gerne jede Ecke an und das ist natürlich in solchen Spielen sehr leicht. Und dann kommst du ganz schnell von dem eigentlich vorgeplanten Weg ab und bist wieder woanders. Aber dafür haben wir auch ein geiles Schild gefunden, von daher, warum nicht? Mhm, okay. Das war wohl nichts. Jetzt ist auch noch der Dietrich gebrochen. Ja, die Viecher sind recht gruselig. Diese Skyaniden meinst du wahrscheinlich. Gebe ich dir recht. Die sind unangenehm. Ich will halt auch nicht zu viel spoilern. Wie gesagt, ich habe es ja jetzt schon einmal durchgespielt. Und dementsprechend... oh, hier oben liegen noch ganz viele Sachen. Ja, na denn. Jetpack. Zack. Sonst mache ich euch ja quasi, gebe ich euch ja schon einen Abriss, für was dann jetzt noch passiert in der Geschichte. Das ist ja Ziel und Sinn der ganzen Nummer.
Okay, aber von hier oben können wir uns in jedem Fall mal ein bisschen umgucken. Vielleicht sehen wir ja schon, wo wir hin müssen. Es geht los. Die Feuerangriffe, die ihr bei der Begleiterin seht, ist übrigens die Magie der Berserker, die man auch selbst lernen kann. ja. Ich glaube, so weit wird es bei uns nie kommen. Also, wenn bei uns ein Meteor von der Größe, wie es hier im Spiel beschrieben ist, runterkommt, dann werden wir wahrscheinlich so keine Überlebenswahrscheinlichkeiten haben. Zumal es dann ja vielleicht auch wirklich eine Art Elex oder irgendwas auch bei uns auf der Welt gibt. Wer weiß, was so ein Meteor mitbringen würde. So, wir sind in jedem Fall in der Ecke, wo wir hinwollen. Ich werde jetzt mal speichern. Und dann schauen wir mal, ob wir uns hier irgendwie umgucken können. Irgendwie ganz schön gruselig hier. Ja, stell dir vor, ist gruselig. Diese Aus... Okay. Okay. Na gut. Da seht ihr jetzt immer so ein Skyant. Die verändern halt die Kreaturen der Welt in diese lilanen Oshis. Ha! Da hat uns das Gift den Hintern gerettet. Genau. Also hier bestes Beispiel. Ich glaube, wir werden gleich nochmal angegriffen. Irgendwo ist hier noch was. Aha, da hinten ist er. Ich hoffe, dass ich jetzt mal kurz einen Moment Ruhe habe. Hier seht ihr dieses lila Gefrickel da in diesem Raptor. Das ist quasi das dunkle Elex. Das mutiert sozusagen die ganzen Biester. Greift uns jetzt wieder an. Wissen die wahrscheinlich selber nicht. Okay. Das mutiert die Biester. Und sorgt dafür, dass sie eben halt dann so aussehen und auch dann in dem Fall wie Skyaniden sozusagen agieren. So, dann schauen wir nochmal, ob wir uns hier den Raptoriden greifen können. Es geht los. Ja, können wir. Schön daneben geschlagen. Ja. Also die Jungs haben es echt in sich. Ihr habt es gesehen, ein Schlag, die halbe Lebensleiste weg. Das war knapp. Du sollst dich doch nicht von hinten anschleichen. Kleine Mistmarde. Okay, gut. Ja, bin ich bei dir. Hätte ich auch gern. So ein Feuermagier wäre ich wirklich gern. Das würde das Leben enorm vereinfachen. Würde sicher viel Spaß machen. So, dann gucken wir doch mal hier unten rein. Ach du Kacke. Och nee. Will ich mich jetzt mit dir anlegen? Ja.
Hilft ja nichts, wir müssen ja da durch. Ein Brutteufel. Achtung! Bist du schnell. Ich hoffe, unsere Pfeile reichen aus. Also es könnte sein, dass es jetzt knapp wird. Ich habe es vorhin noch gesagt, wir brauchen Pfeile. Geht los. Ich bin schon die ganze Zeit dabei, Mäuschen. Aber ja. Und da haben wir ihn gelegt. Da haben wir ihn gelegt. Nee, die Begleiterin ist nicht gestorben. Die sind dann zu dem Zeitpunkt, hier ist sie wieder, frisch und munter. Gehen dann einfach nur in die Knie und sind quasi bewusstlos. Also stehen dann meistens nach dem Kampf wieder auf. Da sind Minen, da wollen wir jetzt erstmal nicht hin. Schicht im Schacht. Okay. Und die nächste legendäre Waffe. Gucken wir uns gleich mal an. Noch ein brauchbares DNA-Fragment des Gyaniden. Das artet langsam in Arbeit aus. Ja, anstrengend trifft's. Genau. Aber das ist halt genau das perfekte Beispiel, was ich vorhin gesagt hatte. Normalerweise ist das ein Gegner, den du ganz spät im Spiel überhaupt erst angreifen solltest. Weil zwei vernünftige Schläge stellenweise einen Schlag und das Thema ist erledigt. Ich weiß, ich hätte für Dex vieles besser machen können. Aber noch ist es nicht so spät. Ja, ja. Heul nicht rum. Aber wenn du eben halt mit Fernkampfangriffen arbeitest und ein bisschen aufpasst, dass er dich nicht trifft, habt ihr ja jetzt gesehen, dann kriegt man die auch platt. Ob es, sagen wir mal, sinnvoll ist, hier in dem Fall, es ging nicht anders, wir mussten da jetzt hin. Wir haben die Quest, also machen wir sie. Und grundsätzlich sollte man aber halt
im besten Fall halt nicht unbedingt dann in diese Gegenden gehen, wo eben halt solche starken Gegner rumwurschteln, weil es ja, im schlimmsten Fall hat man den Weg umsonst gemacht und ist halt einfach relativ schnell relativ tot. Gut, wir haben Schicht im Schacht eingesammelt. Alter Vater, 170 Schaden. Ja. Und wir brauchen bloß noch einen Punkt im Geschicklichkeit. Ja. Ja. Das ist doch schön. Ah, hehehe. Alles klar. Wir können sie sofort tragen, wenn wir zwei Lernpunkte ausgeben. Alright. Machen wir jetzt aber nicht. Wir gehen jetzt erstmal kurz ins Lager. Sehen zu, dass wir Pfeile kaufen. Die brauchen wir dringend. Was sagen die Heiltränke? Die Heiltränke sagen 23. Eigentlich sollten wir die Starken mittlerweile nehmen, weil... Ja, wir haben fast 200 Gesundheit. Okay, gut. Dann geht's jetzt erstmal kurz auf Shoppingtour. Ich will etwas kaufen. Sicher doch. So, 200 Pfeile. Er hat keine starken Heiltränke. Schade. Aber gut. Wir haben ja noch mehrere andere Händler, wo wir hin können. Ne, bei Gardok, glaube ich, braucht man nicht hingucken. Das hat in jedem Fall keine Sachen. Schauen wir mal oben. Was hast du so auf Lager? Sieh dich nur um. Okay, er hat Pfeile. Sehr geil. Die nehmen wir mit. Und mächtige Heiltränke wollen wir nicht. Na toll. Er hat zwar mächtige Heiltränke, aber keine starken. Ich glaube, ich weiß, wo wir mächtige, starke Heiltränke herbekommen. Schauen wir mal. Gibt zwei Möglichkeiten. Willkommen. Suchst du was Bestimmtes? Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Natürlich. Auch sie hat keine starken Heiltränke. Das ist jetzt natürlich verhext. Mann, tut es gut, dich zu sehen. Die Flucht aus der Grotte war wirklich ein Abenteuer, das ich gern mit dir geteilt hätte. Aber ich war in guter Begleitung. Freut mich auch, dich zu sehen. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Einen Moment. Guck mal, wer uns besucht.
Erinnerst du dich? Ich hab dir von ihm erzählt. Mm-mm. Na komm schon. Er ist unser Freund. Mm-mm. Tamara. Meine Tochter hat ihren eigenen Kopf. Tut mir leid. Sie hatte kaum Kontakt zu anderen Menschen. Aus Angst vor den Resistenten haben wir sie in der Grotte unter einer Bodenklappe versteckt. Aber sie taut schon noch auf, da mache ich mir keine Sorgen. In jedem Fall läuft bei mir alles wie gehabt. Wenn du etwas brauchst, frag mich einfach. Woher hast du die Ware? Da muss ich mich bei Chloe bedanken. Sie hat alles in ihrer Macht Stehende getan, damit wir über die Runden kommen. Vieles von dem, was ich dir anbiete, hat man uns auf ihre Anweisung hin zur Verfügung gestellt. So einen Zusammenhalt findest du unter den Morkons nicht. Aber genug von der Vergangenheit. Meine Familie ist sicher, das zählt. Ich bin froh, dass ihr unbeschadet hier angekommen seid. Ach, selbstredend. Wenn jemand meiner Familie zu nahe kommt, krempel ich die Ärmel hoch und verpasse ihm was. Beschweren können wir uns nicht. Wir sind gut versorgt. Wenn ihr was braucht, ruft mich einfach. Danke, aber das wird hoffentlich nicht nötig sein. Wenn mir noch ein offenes Wort gestattet ist, mach's nie wie ich und setz das Leben deiner Liebsten aufs Spiel. Eine Lektion, die ich jetzt begriffen habe. Lass uns handeln. Sicher doch. Gut. Natürlich. Mein Lieblingskunde. Alles, was du brauchst, mein Freund. Hallo? Lass uns handeln. Natürlich. Ein gutes Geschäft. Wenn du wieder mal was brauchst, komm einfach zu mir. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Natürlich.
ja, ja. Bring mir etwas bei. Ich stehe ja schon auf. Nun, welches Fachgebiet darf es sein? Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Natürlich. Zeig mir, was du zu...
Entschuldige, ich habe mich gemutet, damit ich euch nicht mit meinen Käsebällchen ins Ohr schnurze. Danke. Auf deine Frage, was ich jetzt machen muss, wir haben, wie gesagt, ja einige Aufgaben, die wir jetzt noch erledigen müssen. Hier. Ich will jetzt erstmal die Fragmente des Feindes fertig machen. Das heißt, wir müssen noch zwei dieser Skyaniden-Punkte hören. Einmal hier und einmal dort oben müssen wir hin. Und deswegen, deswegen habe ich jetzt gerade auch die ganzen starken Heiltränke eingekauft. Weil ich 200 Lebenspunkte heilen kann mit den starken Heiltränken und selber ja schon fast 200 Lebenspunkte habe. Das heißt, die mittleren Heiltränke sind die einfach nicht mehr so sinnvoll, die jetzt zu nutzen. Und dementsprechend... wir sind schon da, wo wir wollen. Okay. Die 200 Lebenspunkte sind einfach jetzt wichtig, weil ich hier, genau, mit einem Trank mich einmal komplett voll geheilt habe. Mit dem mittleren Heiltrank hat es einfach wenig Sinn gemacht. Ups. Hat es einfach zu wenig Sinn gemacht, weil dieser Prozess, den Heiltrank zu nehmen, kostet immer Zeit. Und wenn du mitten im Kampf bist und dann erstmal drei Heiltränke trinken musst, oder auch nur zwei, um überhaupt dein Leben wieder aufzufüllen, dann hast du im schlimmsten Fall schon den nächsten Schlag eingesackt, ohne dass du überhaupt weitergekommen bist.